Feindkontakt! Vorsicht! Sie sind hier! Erwarte Befehle. Hier. Gebt das Zeichen. Befehl verstanden. Okay. Verstärkt die Verteidigung! Bereit für den Kampf. Erwarte euer Kommando. 3 und 3, okay. Das heißt, ich stecke jetzt in einer ziemlichen Bredouille. Also es geht nicht vorwärts, es geht nicht rückwärts. Der Greif wartet schon. Gebt das Zeichen. Hier bin ich. Schon auf dem Weg. Kein Problem. Ja, Jäger geben auch schon den Geist auf. Also wir müssen jetzt gucken, dass wir... Ich habe keine andere Wahl, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch kein Aria mehr, um das wirklich durchzuziehen. Standhalten, Männer! Runenkrieger zu mir! Die Linien müssen halten. Ja, der Baum gerade auch das gerade Hauptproblem ist der Eisenmangel. Linien müssen halten. Dort entlang. Oh, lustig, das schon Ding auf dem Weg. Lena will immer noch nichts machen. Wir werden angegriffen. Ihr habt gerufen? Wir werden angegriffen. Fehlen noch. Machen wir 2 und noch einen hiervon und dann müssen wir gucken, wie wir Eisen zusammenkratzen. Weil ihr seht es leider, die Angriffe von da reißen nicht ab.
Dahinter sind schon die nächsten. Ihr habt gerufen? Ja, jetzt müssen wir wirklich eine ganze Weile warten und die Fenden, bis wir wieder so 15, also 10 Paladine und 5 Kleriker zusammen haben. Jetzt den letzten. Ihr habt gerufen? Nein. Okay. Das wird wieder eine schöne Schlacht. Positive Sache ist, ich kann hier ganz gut Erfahrungspunkte grinden, während wir auf Eisen warten. Die Linien müssen halten! Linien müssen halten. Wir werden angegriffen. Sie haben es auf uns abgesehen. Linien müssen halten. Ihr habt gerufen. Mein Greif wurde verletzt. Auf eilenden Schwingen. Vorsicht, Gegner. Sie haben es auf uns abgesehen. Sind bereits in der Luft. Nein, den darf ich nicht verlieren. Sind bereits in der Luft. Vorsicht, sie sind hier. Wir werden angegriffen. Feindkontakt. Gebt das Zeichen. Bin unterwegs. Halten, Männer. Der Greif wartet schon. Vorsicht, sie sind hier. Ihr habt gerufen. Runenkrieger zu mir. Erwarte euer Kommando. Gebiet sichern. Auf meinen Befehl. So. Ihr seid mal die Fernkämpfer. Vielleicht brechen die Angriffe des Imperiums auch irgendwann ab. Wäre auch nicht schlecht. Auf jeden Fall, wo sie hier dann auch dicht machen. Auch wenn sie hier seitlich über den See, eigentlich am See immer vorbei sich quetschen. Ah, da kommt schon die nächste Welle. Da kommt Trolle. Und ja, da warten wir auf Respawn. Von Eisen. Vorsicht, Gegner!
Gebt das Zeichen. Also ja, erstmal 300 Eisen zusammenkratzen, dann nochmal. Obwohl, was ist 3 mal 6? Sind 160, 180. Vorsicht, Gegner! Vorsicht, sie sind hier! Es reißt aber auch wirklich nicht ab. Oh Gott, da ist schon wieder so einer. Runenkrieger zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Feindkontakt! Bei den Trollen wird's auch nicht weniger. Also ja, ich wäre echt froh, wenn wir die Trolle dann ausräuchern könnten. Hundertachtzig, nicht 160. Ja, imperialer Meister der Nacht. Das andere ist alles harmlos, was von den Imperialen da hochkommt. Das ist ein Hinterhalt. Gebt das Zeichen. Bin unterwegs. Das ist ein Hinterhalt. Wir sind bereit. Sind bereits in der Luft. Sind bereits in der Luft. Bereit für den Kampf. Augen offen halten. Bleibt standhaft. Wir werden angegriffen. Das ist ein Hinterhalt. Wir werden angegriffen. Ja. Warum nicht? Exekutor, Schreckensritter, alles Mögliche. Wenn nur noch, dass noch mehr Trolle kommen. Der Greif wartet schon. Schenke uns günstigen Wind. Sind bereits in der Luft. Also ja, ich muss zugeben, das hier ist langwierig. Ich gucke mich auch schon die ganze Zeit um, ob wir nicht noch mehr Eisen hier oben haben, aber wir haben keins. Runenkrieger zu mir! Vorsicht, Gegner! Vorsicht, Gegner! Runenkrieger zu mir! Vorsicht, Gegner! Jo, das waren die. Da kommt...
Will ich das hinterfragen, warum wir jetzt von da oben auch noch Uroks kommen? Ich ehrlich gesagt nicht. Einsatzbereit! Augen offen halten! Gut, ich würde sagen, aber wir speichern hier jetzt mal. Aber nicht das Let's Play, sondern wir machen ein Backup-Let's Play. Und dann machen wir hier erst einmal einen Cut. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Also, bis gleich.